Mitte November erwartet uns ein deutsches Drama in den Kinos, das man ehrlich gesagt nicht so wirklich vergisst, wenn man es schaut, denn es verlangt vom Publikum schon so einiges ab. Und damit geht es hier jetzt um Fickefuchs. Rocky lebt in Berlin, hat bald seinen 50. Geburtstag und glaubt ganz genau zu wissen, wie Frauen ticken und dass er jede ins Bett bekommen könne. Wobei er mit jede eigentlich nur jede Junge meint, denn für Frauen über 35 Jahren fehlt ihm jegliches Interesse. Jedoch ist Rockys Selbstwahrnehmung und die Realität doch sehr unterschiedlich. Besonders wird sein Leben auf den Kopf gestellt, als er plötzlich seinen angeblichen Sohn Torben kennenlernt, der ausschließlich um seine eigene Wortwahl zu nutzen, ans Ficken denkt und erst kürzlich versucht hat, eine Kassiererin bei Rossmann zu vergewaltigen. Eine sehr merkwürdige Geschichte über eine Vater-Sohn- und zugleich Meister-Schüler-Beziehung nimmt seinen Lauf, die das Publikum durchaus verstören kann. Also du möchtest, dass ich dir beibringe, wie man es schafft, dass eine Frau Lust bekommt, mit einem wie dir zu schlafen. Was sind die drei wichtigsten Punkte in der Anmachstrategie? Charme, Humor und Nachgiebigkeit. Gott, bist du armselig. Ich habe mit mehr Frauen in meinem Leben gevögelt, als du Haare gefärbt hast. Ah ja, so siehst du aus. Wie sieht's aus? Kommst du noch mit zu mir? Ich will, dass ihr euch neu erfindet. Der Männliche ist schön und nicht das Weibchen. Fickefuchs geht 104 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab dem 16. November in den deutschen Kinos und ist in einem Drama rund um diese Geschichte zwischen Vater und Sohn, die sich eine ganze Menge rund um das Thema Frauensex, wie bekommt man sie ins Bett, aber eigentlich auch Romantik, Liebe und die Frage, wie wird man im Leben glücklich, was ist das übergeordnete Ziel und was ist, wenn da eigentlich nichts ist, versucht hineinzupacken in eine Geschichte zwischen zwei Hauptakteuren, die eine besondere, interessante Chemie haben, die auch physisch und auch was vielleicht fäkal Aufnahmen angeht, sehr weit bereit sind, hier auch über gewisse schauspielerische Grenzen aus meiner Ansicht hinauszugehen und trotzdem eigentlich eine Geschichte erzählt, die erzählenswert ist, weil die beiden eine gute Chemie haben, die aber trotzdem so viele Bilder kreiert, wo man sich als Publikum fragt, wollte ich das eben sehen, dass sowohl in gänzlicher Nacktheit als auch mit allen möglichen Fäkaldingen von ja, Pissen, Kotzen, Scheißen ist alles dabei bis hin zu kompletten Nacktaufnahmen im Genitalbereich in einem Film, der im Grunde so ein bisschen ein Bild kreiert, das man danach nicht vergisst, wenn man ihn geschaut hat und dabei eigentlich nicht schlecht ist und absolut diskutierbar und überhaupt nicht jedermanns Sache und man muss Lust drauf haben, soll vorneweg schon mal bedeuten, es ist richtig schwer, Fickefuchs zu beschreiben, ohne zu sehr zu spoilern und auch irgendwie herauszuarbeiten, wen dieser Film interessieren könnte, denn er ist nicht schlecht, aber ja, man muss auch ein bisschen hart im Nehmen sein und ein mutiges Publikum, um sich diesen Film anzuschauen. Gut, reden wir kurz über den Cast, vor allem über die beiden Hauptakteure. Jan-Henrik Stahlberg, der gleichzeitig auch der Regisseur des Films ist, in einen solchen Film zu spielen, die Hauptrolle ist eine Sache, ihn zu inszenieren, noch mal eine ganz andere, spielt Rocky, der eben in der Konstellation, wie er beide inszeniert, irgendwie eine krasse Art hat, so eine etwas schwebende Art, der die ganze Zeit glaubt, zu wissen, wie man mit Frauen umgeht, der die ganze Zeit so was geiern Peinliches hat, auch auf junge Damen, fast schon lüstern sie mit seinen Augen auszieht und damit irgendwie auch ständig etwas Ekelhaftes verkörpert, aber gleichzeitig mit diesem Mann, der einfach in die Jahre gekommen ist, der immer glaubt, jemand zu sein, der er nicht ist und der die Realität und seine Selbstwahrnehmung vollkommen miteinander verwechselt, hat man auch eine gewisse Portion Mitleid mit ihm, die sich aber auch immer wieder in einer gewissen Höhe an Ekel miteinander vermischt und ertränkt, dass es total schwer ist zu sagen, was empfindet man, wenn man diesem Mann zuschaut, nur, dass man das Gefühl hat, eben diese Menschen gibt es auch immer wieder da draußen, die auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise unangenehm sind, auch wenn sie schon so in der Nähe stehen. Ergänzt durch Franz Rogowski, hatten wir zuletzt auch erst in Happy End, der hat immer eine ziemlich ähnliche Art, Figuren zu spielen. Die sind oft, oder finde ich zumindest, wenn ich ihn sehe, die sind oft sehr drüber, die sind oft sehr direkt, die sind öfter auch mal unangenehm, haben aber auch immer etwas Liebenswertes im Kern und so auch hier. Er ist die ganze Zeit, wie er sagt, naturgeil, will die ganze Zeit Spaß haben, aber eigentlich will er auch Respekt haben und die Liebe von seinem Vater und eigentlich will er irgendwie etwas sein, was er überhaupt nicht ist. Und dieser grundsätzliche Wunsch, der in einem schlummert, sich vielleicht verändern zu wollen und eben nicht nur auf das eine fixiert zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, ist eigentlich auch was Grundmenschliches, wo ich in der Konstellation denke, okay, das kann ich verstehen. Und das ist total schwer, irgendwie in Worte zu fassen, wie man diese beiden in der Konstellation beschreibt, nur dass sie maximal unterschiedlich sind und der Vater gleichzeitig auch zum Meister werden will und seinem Sohn Torben, den er lange Zeit Thorsten nennt. Und diese Verwechslung, wie er auch schon im
Trailer sehen, versucht beizubringen, wie man an Frauen kommt, nur hat er selbst gar keine Ahnung. Und das ist ja eigentlich ein komisches Kernelement und das ist total absurd. Die Kameraarbeit ist oft relativ wackelig, nicht besonders aufwendig, wirkt eher wie ein ganz einfacher Fernsehfilm, den man irgendwo nachts wegsendet im kleinen Fernsehspiel, aber teilweise eben auch so versuchhaft angeordnet, dass es beispielsweise eine Szene gibt am Hackischen Markt, wo eine Straßenbahn hinten durchfährt und der Ton so laut ist, dass sich die beiden Hauptfiguren nicht mehr unterhalten können. Und da sieht man ganz kurz, wie einer der beiden eben auch hinter die Kamera guckt, ob er noch weiterspielen soll und man solche Momente eben auch drin lässt. Das heißt, das Ganze hat schon was grundsätzlich Experimentelles, was man auch bei der Kameraarbeit merkt. Das Szenenbild ist Berlin, oft das Nachtleben mittendrin. Als Berliner erkennt man viele Orte wieder und da eben auch einfach an Orten gedreht, wo man merkt, die Passanten hinten sind eben Passanten und keine eingebuchten Komparsen unbedingt. Die Musik, die gibt es zu weitesten Teilen nicht. Nur teilweise ist Musik eben im Hintergrund eingebaut, um vielleicht auch eine gewisse Distanz zu kreieren oder auch peinliche oder interessante Momente noch mehr zum Nachdenken nach vorne zu tragen. Effekte gibt es keine in dem Film. Kostüm und Make-up ist sehr einfach gehalten. Muss ich sagen, wenn man mich fragt bei Fickefuchs, was finde ich gut? Das ist ein skurriler Film, der bleibt einem im Kopf. Das funktioniert nicht unbedingt bei jedem Film, eher bei den wenigsten. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Wir haben eine interessante Chemie zwischen diesen beiden Hauptfiguren. Die muss man nicht mögen, aber irgendwie haben sich da zwei gefunden, die es zumindest schaffen, eine Handlung zu tragen und zu erzählen. Und dieser Film ist nicht vorhersehbar. Man weiß wirklich nicht, was als nächstes passiert. Was finde ich nicht so gut? Oder das ist auch schwierig, nicht so gut und gut voneinander zu trennen. Man muss sich dafür interessieren oder nicht, aber vieles davon kann abstoßend wirken. Der Film ist oft sehr, sehr nackt und das sowohl in männlicher als auch weiblicher Hinsicht. Es hat einen leicht pornografischen Touch immer wieder während des Films. Das sollte man vorher wissen. Es gibt Fäkalszenen, die wirklich auch so schnell daherkommen, dass man keine Zeit hat wegzugucken und dann hat sich schon auf die Netzhaut gebrannt und da muss man einfach auch Lust drauf haben, eben dieses gewagte, ein Stück weit vielleicht auch experimentelle Kino zu sehen, bei einem Film, der eher mit aller Mut Filmverleih auch nur in wenigen Kinos läuft. Ein sehr nischiges Produkt, ein sehr spezieller Film, ein gewagter, aber eigentlich kein schlechter, muss ich ehrlich sagen. Man sollte mutiges Publikum sein, vielleicht als Zielgruppe. Von mir bekommt der nämlich als Drama und ich finde, dass das dramatische Element gar nicht so sehr im Vordergrund steht die ganze Zeit. Der Film ist auch mal witzig, er ist auch mal einfach nur zum Diskutieren anregt und er ist einfach manchmal knallhart, rigoros und frei raus. Also nur in seinem Genre bekommt er von mir 6 von 10 möglichen Punkten. Das ist okay. Insgesamt finde ich den irgendwie sehenswert. Von mir bekommt er 7 von 10 möglichen Punkten. Aber ich will auch sagen, ich habe größtes Verständnis, wenn andere sagen, die fanden den großartig und wiederum andere sagen, oh mein Gott, was war das? Einer der schlimmsten Filme oder schlechtesten, die ich je gesehen habe. Diese Art Filme polarisieren und sie wollen polarisieren und das ist eben bei Fickefuchs schon der Fall, wenn man allein den Titel hört und damit bin ich fast ein wenig ratlos mit diesem Film, außer dass ich ihn nicht vergessen werde. Und das ist einiges wert heutzutage. Okay, dann bin ich am Ende meiner Review zu Fickefuchs. Ab dem 16. November startet er in den deutschen Kinos. Und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.